Hallo und herzlich willkommen zu einer Online-Veranstaltung der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Die heutige Veranstaltung findet auf Initiative des Regionalkreises Karlsruhe der Deutschen Atlantischen Gesellschaft und der Gesellschaft für Sicherheitspolitik Sektion Karlsruhe statt. Mein Name ist Vanessa Verena Walik und heute Abend haben wir die Möglichkeit, über eine unbequeme Nachbarschaft zu sprechen. Die Rede ist nämlich von der Nachbarschaft zwischen der NATO und Russland. Für dieses nicht ganz einfache Thema konnten wir Herrn Dr. Markus Keim gewinnen. Hallo Herr Keim erstmal an dieser Stelle. Bevor ich Sie kurz vorstellen werde und Sie uns dann einen Impulsvortrag von 20 Minuten halten werden, möchte ich aber das Wort erstmal übergeben, und zwar an Rudolf Horsch. Er ist der Karlsruher Regionalkreisleiter und möchte noch ein paar Worte an Sie wenden. Hallo Herr Horsch. Okay, Herr Horsch ist aktuell nicht da. Vielleicht schaltet er sich gleich nochmal dazu. Deswegen möchte ich Sie erstmal vorstellen, Herr Dr. Keim. Bevor wir über die Beziehung zwischen, jetzt baut sich die Verbindung auf. Genau, dann kann ich gleich an Herrn Horsch übergeben, wenn wir ihn im Bild sehen. Genau. Ja, vielen Dank, Frau Vanessa Walik, für die Begrüßung und auch für die Übernahme der anschließenden Moderation. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Mitglieder und Freunde der Deutschen Atlantischen Gesellschaft sowie der Gesellschaft für Sicherheitspolitik, auch meinerseits allseits ein herzliches Willkommen. Es freut mich, dass wir mit einer weiteren hochkarätigen Veranstaltung zur Sicherheitspolitik unsere bewährte Kooperation zwischen der Deutschen Atlantischen Gesellschaft und der Gesellschaft für Sicherheitspolitik auf dieser Plattform fortsetzen können. Und mit besonderer Freude heiße ich Sie, Herr Dr. Markus Keim, von der Stiftung Wissenschaft und Politik willkommen. Ich freue mich, dass wir in Ihnen einen Vortragenden, einen profunden Kenner des gesamten Spektrums um das heutige Thema gewinnen konnten. Lassen Sie mich vielleicht noch einen besonderen Gruß in die Schweiz nach Basel schicken, wo uns Kameraden der Schweizer Armee zugeschaltet sind. Ehe wir einsteigen, gestatten Sie mir bitte ein Wort des Dankes an diejenigen Personen, die im Hintergrund diese Veranstaltung vorbereitet haben und auch jetzt am Laufen halten. An Frau Elisabeth Zirkinidu, an Herrn Michael Simon und an Herrn Dario Weiland. Die unbequeme Nachbarschaft Russland und die NATO, so lautet das heutige Thema. Friedrich Schiller hat in seinem Drama Wilhelm Tell einmal formuliert: Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. So ähnlich ließe sich das gegenwärtige Verhältnis Russlands zur NATO vielleicht auch beschreiben. Nach dem Fall der Berliner Mauer, der Auflösung des Warschauer Pakts und der sich anschließenden Zeit der Entspannung mit Verträgen zur gegenseitigen Abrüstung und Rüstungskontrolle und mit den vertrauensbildenden Maßnahmen, die einhergingen, konnte man ja hoffen, dass sich die Beziehungen zwischen Russland und der NATO normalisieren würden. Bei Betrachtung der aktuellen Lage allerdings, nach der Annexion der Krim, den Vorgängen in der Ukraine und in Belarus und ebenso das Verhalten Russlands im Baltikum und anderswo, lässt aber eher den Eindruck gewinnen, dass eine neue Eiszeit in den Beziehungen bevorsteht, welche das Nachbarschaftsverhältnis schwer belastet. Doch auch innerhalb der NATO scheint ja der Haussegen schief zu hängen und die Gemeinschaft auf eine Belastungsprobe zu stellen. Ich nenne nur das Verhalten von Präsident Trump, von Präsident Erdogan im NATO-Bündnis oder auch die Hirntod-Diagnose des französischen Präsidenten Macron. Gibt es denn einen Ausweg aus dieser problematischen Situation? Und was könnte die Bundesrepublik denn hierzu beitragen? Diese und andere Fragen diskutieren wir gerne mit Ihnen, Herr Dr. Keim, im Anschluss an Ihren Vortrag. Ich darf Sie nun einladen, jetzt das Wort zu übernehmen. Wir sind gespannt auf Ihre Ausführungen und freuen uns auf die anschließende Diskussion. Genau, Herr Keim, vielen Dank, dass Sie da sind. Ich will Sie auch noch mal ganz kurz vorstellen, damit die Leute auch wissen, wo Sie so in etwa herkommen. Sie haben Politikwissenschaft und mittelalterliche und neue Geschichte, Philosophie und vergleichende Religionswissenschaft studiert und 1998 in Bonn promoviert und an der Universität Jena 2006 habilitiert zum Thema die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik, Präferenzenbildung und Außenhandlungsprozesse in der Europäischen Union. Das heißt, Sie sind auf jeden Fall in dem Themenfeld heute unser gefragter Mann. Sie sind zudem auch Lehrbeauftragter an der Universität Zürich sowie an der Hertie School of Governance in Berlin. Und bei der Stiftung Wissenschaft und Politik sind Sie Senior Fellow in der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik, die Sie auch leiten. Und nun schließe ich mich Herrn Horsch an und bin ganz gespannt, was Sie uns für einen Impuls mitgeben werden und freue mich dann später auch auf die Diskussionsrunde mit Ihnen. Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite für die Einladung. Ich freue mich, heute Abend sprechen zu dürfen. Das ist ein schwieriges und ein einfaches Thema zugleich. Einfach deshalb, weil in der Sache die Konstellation, die Sie, Herr Horsch, in Ihrer einführenden Bemerkung beschrieben haben, 2014, Annexion der Krim, Eiszeit, wie immer man das beschreiben will, Verhärtung der Fronten, Ende der Kooperationsbereitschaft zwischen der NATO und Russland, eigentlich mehr oder minder mit kleineren Veränderungen ungebrochen sich fortsetzt. Also letztlich sehen wir wenig Dynamik in den NATO-Russland-Beziehungen seit 2014 und auf absehbare Zeit erwarte ich das auch nicht, aus verschiedenen Gründen, auf die wir sicher noch zu sprechen kommen werden. Von daher entschuldige ich mich schon vorher, wenn ich heute Abend Ihren Abend ruiniere mit einem Vortrag, der wahrscheinlich kein positives Ende nehmen wird. Also gerne würde ich immer enden mit, es bleibt Hoffnung und Perspektiven entwickeln und was getan werden kann. Aber mir fehlt ein wenig die Fantasie und die Indikatoren oder die Indizien deuten auch nicht in die Richtung, dass es auf absehbare Zeit oder in absehbarer Zeit eine Verbesserung der NATO-Russland-Beziehungen zu erwarten ist. Und ich sage das, damit ich den richtigen Ton treffe, nicht mit Genugtuung, sondern eher mit Bedauern, weil, das will ich gleich ausführen, der Grad oder der Zustand der bilateralen Beziehungen in den letzten 25 Jahren eigentlich mal ein ganz anderer war. Zwar waren wir weit davon entfernt von einem durchgängig kooperativen Verhältnis, aber punktuelle Kooperation war möglich und eine Annäherung in vielen normativen Fragen war auch vorstellbar. Und man muss sich vergegenwärtigen, dass wir im nächsten Jahr eigentlich 30 Jahre NATO-Russland-Beziehungen feiern könnten. 1991 haben diese begonnen. Und es sagt, glaube ich, relativ viel, dass niemand auf die Idee ernsthaft kommen würde, diesen Geburtstag wirklich zu begehen, sondern er wird wahrscheinlich einfach hinten rüberkippen, weil wenig zu feiern ist. Man kann zurückschauen, das will ich gleich auch tun, nochmal ein bisschen Revue passieren lassen, wie die Beziehungen sich entwickelt haben. Aber im Moment gibt es erstens wenig Grund zur Zufriedenheit, sondern eher zur Sorge. Und zweitens, es gibt wenig Grund oder wenig Anlass, hoffnungsvoll in die Zukunft zu schauen, sondern eher mit einem gewissen Maß an Resignation und Alternativlosigkeit in den NATO-Russland-Beziehungen. Dabei war das nicht immer der Fall. Und ich glaube, wenn man mal zurückschaut, dann gilt es nochmal so in Erinnerung zu rufen, wie die NATO-Russland-Beziehungen sich mal gestaltet haben. Und ich würde das gerne in drei Phasen abschichten. Die erste Phase, ich habe für jede Phase mir einen Titel überlegt. Die erste Phase wäre die Phase der Transformation. Die beginnt 1991 und wie immer mit diesen etwas willkürlich gesetzten Phasen ist das schwierig, das Ende festzulegen. Ich würde sagen, mit der NATO-Russland-Grundakte kann man das noch einfangen und spätestens mit der Gründung des NATO-Russland-Rates 2002 endet diese Phase der Transformation. Mit dem NATO-Russland-Rat 2002 beginnt eigentlich die Hochphase der NATO-Russland-Kooperation und damit habe ich den Titel auch schon gesagt, die Phase der Kooperation. Und 2014 ist spätestens die dritte Phase. Man könnte sogar früher sagen, dass sie mit dem russisch-georgischen Krieg und der damaligen Suspendierung des NATO-Russland-Rats eigentlich schon früher angefangen hat. aber das ist ein Problem dieser Phaseneinteilung. Aber 2014 hat sie allerspätestens angefangen. Ich würde nennen die Phase der Frustration. Also Transformation, Kooperation, Frustration. Und wenn sich jetzt jemand an zwischenmenschliche Beziehungen erinnert fühlt, wo das ja häufig auch so der Fall ist, dann ist das, glaube ich, kein Zufall, dass der Transformation die Kooperation vorausgeht und dass das Ganze in Frustration enden wird. Also vielleicht kennt das der eine oder andere aus seinem privaten Bereich. Phase der Transformation. Ich will das wirklich nur noch mal in Erinnerung rufen, weil ich bin sicher, viele von denen, die heute Abend an dem Seminar teilnehmen werden, haben das sicher noch in präsenter Erinnerung. Von daher will ich das wirklich nur so antupfen. 1991 begann eigentlich die Beziehung zwischen NATO und Russland unter spezifischen Vorzeichen. Es war die Phase unmittelbar nach dem Ende des Kalten Krieges. Und die NATO bemühte sich um den Aufbau einer Partnerschaft mit Russland, indem sie den Dialog und die praktische Zusammenarbeit in Bereichen von gemeinsamem Interesse entwickelt hat. Und der erste institutionelle Rahmen dafür war der Nordatlantische Kooperationsrat, den es heute noch in anderen Namen gibt, nämlich den Euroatlantischen Kooperationsrat oder Euroatlantischen Partnerschaftsrat, so heißt es heute korrekt. Die Idee damals war eigentlich dieselbe, wie sie vielfach von der NATO mit anderen Staaten des postsowjetischen Raumes umgesetzt worden ist, beziehungsweise, ohne ablenken zu wollen, aber die Parallele passt, wie sie auch die Europäische Union mit vielen Staaten Osteuropas und des postsowjetischen Raumes verfolgt hat, nämlich eine Unterstützung der Transformation. Eine Unterstützung der Transformation dieser Staaten hin von autoritär bzw. totalitär regierten Regimen hin zu politischen Formen, die dem Westen ähnelten. Also letztlich angeleitet von einem normativen Leitbild, was in der Charta von Paris seinen Niederschlag gefunden hat. Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, liberale Marktwirtschaft und konkret für den Bereich der Sicherheitspolitik eben das Bemühen, die Transformation dieser Staaten auch im sicherheitspolitischen Bereich anzuleiten. Allen voraus eben die zivile Kontrolle von Streitkräften und die Transformation dieser Streitkräfte eben auch auf materieller Basis und die sukzessive Annäherung dieser Streitkräfte bzw. der politischen Struktur im Westen. Und eines der ersten Indizien, dass das zumindest ansatzweise funktioniert hat, auch wenn es damals noch punktuell war, ist etwas, was heute vollständig, oder nicht vollständig, aber doch weitgehend in Vergessenheit geraten ist, dass Russland Ende der 90er Jahre Friedenstruppen zur Unterstützung von Friedensoperationen auf dem westlichen Balkan, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, unter Führung der NATO entsandt hatte. Also damals war, keine 10 Jahre nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes, die NATO-Russland-Beziehung so belastbar, dass es vorstellbar war, dass russische Friedenstruppen, also mandatiert durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, unter Führung der NATO gemeinsam operierten. Aber letztlich das Momentum war Transformation Russlands oder Unterstützung der Transformation. Letztlich eine Argumentation, wie sie lange Zeit die deutsche Russlandpolitik oder die europäische Russlandpolitik gleichermaßen angeleitet hat. Wir unterstützen Russland, wir Deutschland, Europa, die NATO, um Russland selber dazu zu helfen oder dabei anzuleiten und dabei zu unterstützen, so zu werden, wie wir selber sind. Also das Ordnungsmodell, was hier verfolgt worden ist, im politischen und auch im sicherheitspolitischen Sinne, war letztlich der Westen selber. Und da kann man argumentieren aus einer Situation der Schwäche heraus, weil Russland war nach dem Ende der Sowjetunion eben ein schwacher Akteur, vergleichsweise schwacher Akteur, gerade im politischen Sinne, weniger im militärischen Sinne, aber im politischen Sinne, vollzog sich diese Transformation vielleicht nicht ungebrochen, vielleicht gegen Widerstände, vielleicht nicht in dem Tempo, wie sie avisiert worden ist, doch in die richtige Richtung. Nicht zuletzt eben dadurch unterfüttert, das habe ich gerade eben schon angesprochen, dass Russland ja auch den normativen Konsens mit dem Westen gesucht hat und mit der Charta von Paris von 1990 im Rahmen der OSZE damals eben eine gemeinsame Basis gelegt worden ist für das Miteinander nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes, nämlich eben auch nicht nur in dem Sinne, wie ich es eben angesprochen habe, für die Ausformung der innerstaatlichen Verhältnisse, sondern eben auch für die Ausgestaltung der internationalen Beziehungen im euroatlantischen Raum. Das heißt Unverletzbarkeit der Grenzen, Nichtanwendung militärischer Gewalt und vieles andere mehr. Also bestimmte Prinzipien, die dann die Grundlage dafür gewesen sind, dass die NATO 2014 Russland so stark kritisiert hatte durch die Annexion der Krim und die Destabilisierung der Ostukraine. Also der erste Punkt, der zu machen ist, die Perspektive der NATO von, sagen wir mal, 1991 bis Ende der 90er Jahre, plus, minus, mir kommst du nicht auf ein Jahr an, ist die Perspektive der Transformation, Unterstützung der Transformation. Und das fand eben auch die Zustimmung Russlands. Die zweite Phase, und auch die muss man fast heute in Erinnerung rufen, was damals passiert ist, würde ich nennen die Phase der Kooperation. Die kann man grob beginnen lassen mit der Einrichtung des NATO-Russland-Rates im Jahre 2002 auf dem Gipfel von Rom. Und allein, dass ein NATO-Russland-Rat in besonderer Art und Weise gegründet worden ist, markiert ja schon etwas, was seitdem die NATO immer wieder angeleitet hat. Sie hat Russland eben aus dem Kreis der Staaten des Euroatlantischen Partnerschaftsrates herausgelöst, herausgehoben und in nie vorhergesehener Weise oder auch nie vorhergegangener Weise Russland durch diese neue Institution des NATO-Russland-Rates, wenn man so will, eine besonders exponierte Position verliehen, man kann es auch noch stärker aufladen, als sicherheitspolitischen Partner geadelt. Also hier merkt man ganz eindeutig die Transformation eben von dieser Phase der Transformation zur Kooperation. Da hatte sich die Perspektive eben insofern verändert, dass man jetzt zuversichtlich war aus einer westlichen Perspektive, dass die NATO nicht nur ein Objekt westlichen dass Russland eben nicht nur ein Objekt westlichen Bemühens sein könne, ein Objekt der Transformation, sondern ein Subjekt der Kooperation. Und wenn man heute noch einmal sich Erinnerungen ruft, was damals zumindest versucht worden ist, was zum Teil auch gelungen ist, dann ist das doch erstaunlich, sich das nochmal zu vergegenwärtigen. Erstens, gemeinsame Militärmanöver, die damals möglich gewesen sind im Jahre 2011, die eben eine Manifestation dessen waren, was der NATO-Russland-Rat sein wollte oder was er ermöglichen wollte. Und ich zitiere nochmal: Zu den gemeinsamen Beschlüssen und Maßnahmen, die im Rahmen des Abkommens des NATO-Russland-Rats gefasst wurden, gehören, und jetzt Zitat, die Bekämpfung des Terrorismus, militärische Zusammenarbeit, in Klammern gemeinsame militärische Übungen und Personalausbildung, Zusammenarbeit in Afghanistan, die Unterstützung Russlands für die ISAF-Mission der NATO in Afghanistan, industrielle Zusammenarbeit, Zusammenarbeit im Bereich der Interoperabilität im Verteidigungsbereich, Nichtverbreitung und andere Bereiche. Ende des Zitates. Hier sehen wir eben also einen völligen Paradigmenwechsel gemessen an der ersten Phase. Da geht es eben nicht mehr um Transformation, sondern es werden sehr konkret Dinge und Felder identifiziert, wo die NATO und Russland sich Zusammenarbeit vorstellen konnten oder in Aussicht gestellt haben. Und eins habe ich hier eben schon angesprochen, dass nämlich tatsächlich sehr konkrete Maßnahmen daraus erwachsen sind. Im Jahr 2011 gab es zum ersten und einzigen Mal zwei gemeinsame Manöver, im Juni 2011 mit der ersten gemeinsamen Kampfflugzeugübung zwischen der NATO und Russland und im Mai 2011 mit einer ersten gemeinsamen Übung für U-Boote, etwas, was heute unvorstellbar wäre. Im Dezember 2009 hatte sich die NATO bereits an Russland angewandt mit der Bitte um Hilfe in Afghanistan und ersuchte um Erlaubnis, Fracht über russisches Territorium nach Afghanistan zu fliegen. Zwar ist immer abgelehnt worden von russischer Seite, dass es um militärische Fracht gehen könnte, aber der Transit nicht militärischer Lieferung durch russisches Territorium ist genehmigt worden. Also auch das ein Indikator, inwiefern Kooperation möglich gewesen ist. Afghanistan ein Beispiel, gemeinsame Übung ein Beispiel. Und ein drittes, auch nahezu in Vergessenheit geratenes Beispiel, ist die Abrüstung. Nämlich tatsächlich im Kontext des syrischen Bürgerkrieges gab es ja im Februar 2014 den Beschluss, dass ein amerikanisches Spezialschiff die syrischen Chemiewaffenbestände auf hoher See, nämlich im Mittelmeerraum oder im Mittelmeer oder auf dem Mittelmeer genau genommen, entsorgen würde oder vernichten würde. Und es gab gemeinsame Planungen von russischer Seite und der NATO, die Bewachung dieses Schiffes gemeinsam zu gewährleisten, sozusagen als Garantiemächte. Man könnte das noch weiter fortführen, aber ich will es bei diesen drei Beispielen bewenden sein lassen. Man kann argumentieren, das ist aber nicht sehr weitreichend gewesen, das hat zu nichts geführt. Das ist im Falle des von mir angesprochenen Unterstützung für Afghanistan konditionalisiert gewesen, eben keine nicht militärischen Leistungen. Die Planung für die gemeinsame Bewachung der Chemiewaffenentsorgung hat sich dann doch nicht umgesetzt lassen. Das hatte dann mit der Ukraine-Krise zu tun. Aber es ist zumindest illustriert, dass zumindest ein großes Wohlwollen von beiden Seiten da war und dass eben die grundsätzliche Perspektive einer gemeinsamen Partnerschaft rudimentär, überschaubar doch die politische Agenda dominiert hat. Und jetzt kommt die dritte Phase, die ich glaube, kann ich mich sehr kurz fassen, nur noch in Erinnerung rufen muss, weil sie allen Mitlebenden doch sehr bekannt ist, eben die Phase der Frustration. Das ist eben die Phase, die wir spätestens ab 2014 zu identifizieren haben. Wie gesagt, ich habe es am Anfang angedeutet, man kann argumentieren, die Suspendierung des NATO-Russland-Rates im Kontext der Georgien-Krise 2008, 2009 oder im Anschluss an den Georgien-Krieg sind ein erster Indikator für Zerwürfnisse, für die Tatsache, dass Russland sich von diesem normativen Konsens, den ich eben angesprochen habe, gelöst habe. Aber das findet eben diese Entwicklung ihren endgültigen Durchbruch mit 2014. 2009 ist es nach einer gewissen Schamfrist, ist die NATO doch wieder zu Business as usual übergegangen und hat die NATO-Russland-Beziehung zumindest nicht zur Disposition stellen wollen und hat dann eben auch die NATO-Russland-Beratung im NATO-Russland-Rat sehr zügig doch wieder aufgenommen. Das ist mit 2014 und der Besetzung der Annexion der Krim und der Destabilisierung der Ostukraine kaum noch möglich gewesen oder nicht mehr möglich gewesen. Die NATO hat Russland ergebnislos, vergeblich gedrängt, seine Aktion einzustellen und eben sich auf die Seite der Ukraine geschlagen aus normativen Gründen, die bekannt sind, weil eben der Pariser Konsens einen Bestandteil hatte. Und das war eben der Schutz der territorialen Integrität und der Souveränität derer, die Charta von Paris unterzeichnet haben. Und seit dem 1. April 2014 hat sie eben aufgrund des russischen Verhaltens gegenüber der Ukraine bzw. in der Ukraine die gesamte praktische zivile und militärische Zusammenarbeit zwischen der NATO und Russland ausgesetzt. Sie hat in Aussicht gestellt, dass der politische Dialog bei Bedarf auf Botschafterebene fortgesetzt werden könne. Aber letztlich ist die Illusion einer Partnerschaft, die Illusion einer Kooperation zwischen NATO und Russland damit erst einmal hinfällig geworden. Und all das, was wir dann gesehen haben in der Folgezeit, dass nämlich dann die Gipfel von Wales und Warschau das gesamte militärische Dispositiv der NATO verändert haben, geht auf diese Zeit zurück. Und spätestens, ich würde sagen, der Einschnitt, das Ende der Partnerschaft setzt sogar früher ein, weil Ende 2014 hat Präsident Putin eine revidierte nationale Militärdoktrin in Moskau verabschiedet oder in Russland verabschiedet, die militärischen Reaktionen der NATO in der Nähe der russischen Grenze, also die Umsetzung der ersten Beschlüsse von Warschau als oberste militärische Bedrohung Russlands qualifiziert hat. Und da kann man argumentieren, spätestens damit, mit Ende 2014, geben sich beide Seiten keiner Illusion mehr hin über die Qualität ihrer Beziehung. Es fehlt nicht das Wort Feind, aber das Wort Bedrohung sagt, glaube ich, an dieser Stelle ausreichend genug. So, man kann argumentieren, das ist in besonderer Weise bedauerlich, weil einen letzten Strang will ich ansprechen, auch der ist nahezu Vergessenheit geraten, weil es gab ja mal in Überlegungen ist vielleicht zu viel, zumindest punktuelle Erwähnungen, dass man sozusagen Russland in die NATO sogar aufnehmen könne. Das ist ein Grundmotiv, was uns immer wieder begegnet, ausgehend von den ersten 2+4 Verhandlungen im Kontext der deutschen Einheit und der Neuordnung der euroatlantischen Sicherheitsstruktur, da taucht das auf. Dann gibt es Aussagen von Präsident Putin, dass er Bill Clinton bei seinem Besuch in Moskau im Jahr 2000 die Möglichkeit des NATO-Beitritts Russlands selber in Aussicht gestellt habe oder sozusagen offeriert habe und das wohlwollend aufgenommen worden sei. Und das deckt sich auch mit Auskünften oder mit Aussagen des früheren NATO-Generalsekretärs Anders von Rasmussen, dass in den Jahren 2000, 2001, 2002, das zwischen Präsident Putin und westlichen Führern immer mehr wieder ventiliert worden wäre. Das letzte Mal, dass das aktenkundig geworden ist, ist 2009, 2010, wo das der damalige polnische Außenminister Radoslaw Sikorski vorgeschlagen hat in einem Zeitungsgespräch, er könne sich das durchaus vorstellen. Ich betone das deshalb, weil Polen ja heute eigentlich auf der Seite innerhalb der NATO steht, die am Russland kritischsten ist. Gerade auch Radoslaw Sikorski vertritt diese Position sehr vehement. 2009 war eben noch eine andere Zeit. 2010 ist dieser Vorschlag auch von deutscher Seite von einigen Verteidigungsexperten und dem ehemaligen Verteidigungsminister Volker Rühe ventiliert worden. Und spätestens 2010 findet sich der letzte Hinweis dafür, dass das in NATO-Kreisen noch einmal diskutiert worden ist. Also das ist eine weitere Illustration für diese partnerschaftliche Dimension. Letztlich, und das sagt, glaube ich, was oder deutet schon den Krisenmodus an, in dem wir uns heute befinden, eine Antwort der russischen Seite war, und hier zitiere ich auch nochmal: Großmächte schließen sich keinen Koalitionen an, sie schaffen Koalitionen. Russland betrachtet sich selbst als Großmacht. Zitat Ende. Damals ein Zitat vom russischen Gesandten bei der NATO, Dmitri Rogozin. Großmächte schließen sich keine Koalition an, sie schaffen Koalitionen. Russland betrachtet sich selbst als Großmacht. Das deutet eben darauf hin, dass Russland sich in diesem Annäherungsprozess an die NATO doch selber Grenzen auferlegt hat und auch die Kooperationsbereitschaft der russischen Seite gegenüber der NATO doch Grenzen aufzeigt. Den Rest ist mehr oder minder bekannt. Die Beschlüsse von der NATO-Gipfel von Wales und Warschau von 2014 haben das militärische Dispositiv der NATO sehr stark verändert. Die NATO hat eben mit der Very High Readiness Joint Task Force als ersten Schritt und den weiteren Beschlüssen von Warschau 2016 eben sich wieder der Bündnis- und Landesverteidigung zugewandt und hat den Plan gebilligt, 4 Bataillone mit insgesamt 3.000 bis 4.000 Soldaten auf rotierender Basis in die baltischen Staaten und Polen zu verlegen, um die Luft- und Seepatrouillen dort zu stärken, Verbündete zu beruhigen, die eben einst Teil des postsowjetischen oder postkommunistischen Raumes, ist es besser zu sagen, gewesen waren. Polen, die baltischen Staaten und eine Handvoll von anderen auch. Das wird auf absehbare Zeit wirklich nicht mehr sein als ein Stolperdraht für mögliche russische militärische Avancen. Ich will gar nicht auf den Punkt hinaus, wie realistisch das ist, ob das im Kalkül von Präsident Putin liegt, aber ich glaube, das markiert eben diesen Paradigmenwechsel. Und man kann Russland zuschreiben, dass dieses russische Verhalten einen Pendelschwung angestoßen hat, der das gesamte, sozusagen die politische Agenda der Allianz ja verändert hat. Zwischen 1990 und sagen wir 2000, den 2000er Jahren sahen viele Vertreter der sicherheitspolitischen Community das Heil der NATO ausschließlich in Auslandseinsätzen, kommentiert durch die Vereinten Nationen. Also Beispiele wären Kosovo, Beispiele wären Afghanistan und andere mehr, wohingegen diejenigen sich fast lächerlich gemacht hätten, die in der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts dafür plädiert hätten, das Augenmerk der Allianz wieder auf Bündnis- und Landesverteidigung zu richten. Also das ist ja letztlich eine Residualfähigkeit geblieben oder geworden, die zwar letztlich nie gestrichen worden ist, aber doch politisch keinen Aufwind mehr hatte. Und das hat sich radikal verändert. Kurzer Sprung in die Gegenwart, wo wir heute sind. Das NATO-Russland-Verhältnis ist weitgehend zerrüttet, wenn ich so sagen darf. Stichworte sind eben nicht nur das Verhalten Russlands eben im postsowjetischen Raum und im Nachgang der Ukraine-Krise 2014, sondern es gibt eine ganze Reihe von anderen Indizien oder Anlässen, sodass Russland nicht als vollwertiger Partner der NATO betrachtet wird, auch entsprechend nicht behandelt wird. Das ist das russische Vorgehen in Syrien. Das sind russische Manöver und Militäroperationen bzw. Rüstungsprojekte, die einen aggressiven Charakter tragen oder vorsichtiger formuliert einen aggressiven Charakter von russischen Intentionen unterstellen lassen. Das ist die Entwicklung der innenpolitischen Situation in Russland hin zu einem gelenkten autoritären System. Und das sind die jüngste Eskalation, gerade auch im deutsch-russischen Verhältnis oder angesichts der Anwendung von Chemiewaffen, nicht nur im deutsch-russischen Verhältnis, sondern auch im britischen Verhältnis, in Salisbury und in Berlin, jetzt vor wenigen Wochen. Also Anwendung erfolgte nicht in Berlin, sondern sozusagen in Russland selber, aber sozusagen die Ausfallwirkung sehen wir jetzt hier in Berlin. Was bleibt von einer russisch gemeinsamen NATO-Russland-Agenda, von dem, was ich angesprochen habe und was der NATO-Russland-Rat mal avisiert hat, bleibt vergleichsweise wenig übrig. Auf Auf absehbare Zeit gehe ich nicht von einer fruchtbaren Kooperation aus, weil aus westlicher Sicht, aus NATO-Sicht liegt das Problem in Moskau. Die russische Führung hat eben diesen normativen Konsens, den ich immer wieder angesprochen habe, der in der Charta von Paris niedergelegt ist, in den bilateralen Dokumenten NATO-Russland-Grundakte von 1997, NATO-Russland-Rat 2002 und die entsprechenden Begleitdokumente, die niedergelegt worden ist, hinter sich gelassen und verfolgt eine, und jetzt überlasse ich es Ihrem Urteil, revisionistische, aktivistische Außen- und Sicherheitspolitik, aggressive Außen- und Sicherheitspolitik, die mit einer Vorstellungswelt von kooperativer Sicherheit, die die NATO verfolgt, so nicht in Übereinstimmung zu bringen ist. Dementsprechend, glaube ich, muss man realistisch sein, dass fruchtbare Kooperation zwischen der NATO und Russland auf absehbare Zeit nicht möglich sein wird. Das ist auch gedeckt durch die Ergebnisse der letzten NATO-Russland-Ratssitzung, die ja nach all dem, was nach außen gedrungen ist, letztlich überhaupt nichts gebracht haben, also nicht die Perspektive für eine gemeinsame Kooperationsagenda jenseits der Zerwürfnisse, die nicht auszuräumen sein werden, ermöglicht hat. Und dementsprechend glaube ich, das Einzige, was aus einer westlichen Perspektive zu hoffen, ich wage nicht zu sagen, erwarten ist, wäre ein Politikwechsel auf der russischen Seite. Dafür gibt es aber, ich bin kein Russlandkenner, sehe ich keine Indizien, weil tatsächlich ist ja eine Verfestigung der politischen Strukturen zu sehen und auch die jüngste Initiative, so jung ist sie nicht mehr ganz, mit der Verlängerung der Amtszeit des russischen Präsidenten bis hin zum Jahre 2036 lassen nicht darauf schließen, dass die russische Führung in kurzzeitigen Perspektiven oder in kurzzeitigen Zeiträumen denkt und bereit wäre, gegebenenfalls auf den Westen, konkret ist manifestiert, eher auf die NATO zuzugehen. Dementsprechend sehe ich da wenig von übrig. Natürlich ist es völlig richtig, zwei Dinge immer wieder zu betonen, aber das gehört zum Poesiealbum der internationalen Diplomatie. Erstens, Russland bleibt der Nachbar. Klar, in geografischer Perspektive wird bei allen Überlegungen zur Sicherheit im euroatlantischen Raum Russland mit einbezogen werden. Und es ist immer sinnvoll, mit Russland zu reden. Auch das gehört zum Poesiealbum der internationalen Diplomatie. Aber angesichts der Rahmenbedingungen, die ich im Moment skizziert habe, sehe ich im Moment wenig, worüber wirklich zu sprechen wäre. Es gibt ganz vorsichtig, aber das ist jenseits des Themas, über das ich jetzt zu sprechen habe, ganz vorsichtige Bewegungen im Bereich der Abrüstungs- und Rüstungskontrollvereinbarung. Der ist ja viel Porzellan zerschlagen worden, zuletzt mit der Kündigung des INF-Vertrages. Es gibt jetzt ganz vorsichtige Bewegungen in der Frage des New Start-Vertrages, der am 5. Februar nächsten Jahres ausläuft. Aber das ist kein Vertrag zwischen der NATO und Russland, sondern zwischen den USA und Russland. Deshalb wollte ich jetzt an dieser Stelle nicht darauf eingehen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben angefangen mit einer Phase der Transformation, hatten eine Phase der fruchtbaren oder hoffnungsvollen Kooperation, die jetzt eine Phase der Frustration gewichen ist. Und wenn wir den Blick nach vorne richten und uns fragen, wo die NATO und Russland gemeinsam hinter das Wort gemeinsam schon ein Fragezeichen zu machen, vielleicht in 5 oder in 10 Jahren stehen, dann sehe ich angesichts der existierenden Leitplanken oder Eckpunkte, die ich versucht habe, in der gebotenen Kürze zu skizzieren, wenig Anlass für Zuversicht. Dabei würde ich es zum Einstieg bewenden sein lassen und freue mich auf die Diskussion. Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Keim, für diesen spannenden und auch umfangreichen Einblick. Also fand auch vor allen Dingen sehr interessant, dass Sie uns die Etappen aufgezeigt haben. Und Sie, liebe Zuschauer, können jetzt gerne Fragen stellen. Über die Q&A-Funktion können Sie einfach eine Frage an uns schicken und ich werde sie dann in Ihrem Namen vorlesen. Und die erste Frage ist schon gekommen, während Sie gesprochen haben. Thorsten Kehler hat gefragt, welche Bedeutung messen Sie Putins Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz von 2008 bei? Ich meine, das wäre 2007 gewesen, aber das tut doch nicht zur Sache, sondern tatsächlich, das markiert, glaube ich, eben auch so eine Art ersten Paradigmenwechsel. Ich habe, indem ich mich selber etwas unter Druck gesetzt habe, sozusagen diese Phasen einzuteilen, war ich natürlich in der Not, Eckpunkte zu nennen, die Phasen klar beginnen und klar enden lassen. Aber ich habe selber eingeräumt, man kann die auch etwas anders strukturieren. Und in der Tat, seit Beginn der 2000er Jahre ist deutlich erkennbar, dass Russland eine andere Politik verfolgt. 2002 würde ich noch in die kooperative Phase fassen, NATO-Russland-Rat. Aber in der Tat, die Frage zielt auf einen ganz wichtigen Punkt, dass 2007 die Münchner Sicherheitsrede eben, die Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz ja wie soll man sagen, ein Paradigmenwechsel scheint mir zu stark, aber zumindest einen Politikwechsel markiert hat. Dass eben Russland sich nicht länger von dem Westen ernst genommen fühlte, sich in seiner Rolle als Großmacht nicht gewürdigt fühlte und dass in der Retrospektive eben von vielen gelesen wird als Auftakt zum Georgienkrieg 2008, das damals vom Westen nicht richtig gelesen, nicht richtig interpretiert worden sei. Und der Vorwurf ist durchaus berechtigt, dass der Westen die russische Politik vielleicht zu wenig verstanden hat. Das würde ich in der Fußnote bemerkt eben auch für die Europäische Union in Stellung bringen, in ihrem Verhältnis zu Russland, wo häufig eine sehr bürokratisch-technokratische Perspektive auf Russland dominiert hat. Aber das Denken in Einflusssphären, das Denken in geopolitischen Räumen doch lange unterblieben ist. Und das macht es ja so schwer, oder das entdeckt der Westen sozusagen ja erst in jüngster Zeit wieder. Ich darf daran erinnern, dass die Europäische Kommission jetzt unter Ursula von der Leyen ja bekannt geworden ist durch ihre Antrittsrede. Jetzt bedürfe es eine geopolitische Kommission, eine Geopolitik der Europäischen Union sei nötig. Das markiert ja eben, dass die Europäische Union sich an diese veränderten Umstände, an diese Rivalität von Großmächten, dass das Denken in Einflusssphären erst gewöhnen musste. Man kann jetzt trefflich darüber streiten, darauf will ich gar nicht hinaus, ob die Europäische Union dafür geeignet ist, ob die NATO das früh genug realisiert hat. Aber in der Rückschau würde ich sagen, haben wir damals im Jahr 2007 vielleicht nicht richtig hingehört. Und vielleicht nicht richtig hingehört, weniger bei den Punkten, die einfach auch nicht zutreffend sind, die dann im Kontext dieser Rede oder im Nachgang der Rede von russischer Seite häufig thematisiert worden sind, dass der Westen versprochen habe, dass es keine NATO-Osterweiterung geben würde. Oder dass die NATO Russland eingekreist habe. Diese Punkte finde ich nicht plausibel und nicht nachvollziehbar. Aber das muss sich der Westen, glaube ich, wirklich zuschreiben lassen, dass man zu spät erkannt hat, diesen, jetzt sage ich es doch, außen- und sicherheitspolitischen Paradigmenwechsel von einem schwachen Russland hin zu einem erstarkenden Russland mit allen Konsequenzen, die das für die euroatlantische Sicherheitsordnung gehabt hat. Genau dazu passt auch so ein bisschen die Frage von Klaus Wittmann. Er ist vom ESPIN-Institut Deutschland und er fragt, stimmen Sie mir zu, dass beide Seiten seit 1991 das systematische Gespräch über Russlands Platz in der europäischen Sicherheitsordnung versäumt haben? Dass man sich zwar keine Illusionen machen sollte, man könnte während Putins Führung zur Kooperation zurückkehren, dass man aber Ideen für bessere Zeiten entwickeln könnte unter Beachtung des Hamel-Prinzips. Also für diejenigen, die mir nicht so vertraut sind, Hamel, das geht ja zurück auf den Hamel-Bericht aus den 60er Jahren, wo damals unter völlig veränderten Umständen die NATO versucht hat, ihre Strategie gegenüber der Sowjetunion damals zu entwickeln und diesen Zweischritt entwickelt hat, den die NATO heute auch immer wieder betont, Abschreckung und Dialog. Das sagt sich so leicht und es scheint so zu sein, als könnte das heute noch ein valides Instrument sein. Die Frage ist, worüber soll der Dialog zu führen sein? Und das ist hier der entscheidende Punkt. Ich glaube, dass es ausreichend Gesprächsangebote gegeben hat, ausreichend Formate gegeben hat. Ich habe hier nochmal in Erinnerung gerufen, NATO-Russland-Rat 2002, die gute Phase sozusagen. Von daher würde ich den Vorwurf nicht gelten lassen, dass man Russland nie zugehört habe. Aber es drängt sich heute wirklich die Frage auf, worüber zu reden ist. Und der das zu allerletzt gemerkt hat, ist ja der französische Präsident gewesen, der gerade Emmanuel Macron, der im vergangenen Jahr im Kontext oder im Nachgang seiner Hirntod-Initiative oder Hirntod-Rede vor dem Londoner Gipfel im Dezember vorgeschlagen hat, genau das, was Herr Wittmann angesprochen hat. Russland müsse besser in die europäischen Sicherheitsstrukturen eingebettet werden. Man müsse ein Angebot an Russland machen, um Russland wieder zu sagen, zum Westen zu ziehen, übersetzt auch mittlerweile weg von China oder zu unterbinden, dass Russland sich China zuwendet. Und jetzt musste der französische Präsident enttäuscht den Rückzieher machen, weil tatsächlich auch ihm nicht mehr richtig einfiel, wie nach der Vergiftung von Alexei Nawalny tatsächlich eine gemeinsame Grundlage für Gespräche zwischen der NATO und Russland sein könnte. Aber ich stimme dem völlig zu, und das ist ja, glaube ich, auch gerade ein Verdienst der deutschen Politik gewesen, sich immer wieder dafür stark zu machen, entgegen dem Wunsch und Willen anderer existierende Vertragswerke und existierende Institutionen nicht aufzulösen. Es war ja auch eine Forderung, die NATO-Russland-Grundakte aufzukündigen. Es gab die Forderung im Kontext der Ukraine-Krise, den NATO-Russland-Rat nicht nur zu suspendieren, sondern komplett aufzulösen, aufzukündigen. Und da, finde ich, hat sich die deutsche Politik sehr stark gemacht und auch klug durchgesetzt, weil da würde ich das Argument genau mir auch zu eigen machen, was gerade angesprochen worden ist. Solche Institutionen sind nicht für die guten Zeiten gemacht, natürlich besonders für die guten, aber eben auch für die schlechten Zeiten. Und bevor man den in Anführungsstrichen Fehler macht, was ich für einen Fehler halten würde, sowas leichtfertig aufs Spiel zu setzen, mögen Zeiten kommen, die wir alle nicht prognostizieren können, aber in denen wir froh sein werden, diese Institutionen und Vertragswerke zu haben, wo wir dann vielleicht im Jahr 2030, 40 eine NATO-Russland-Grundakte nicht neu verhandeln müssen, wo wir einen NATO-Russland-Rat nicht neu schaffen müssen, sondern darauf aufbauen können. Und von daher bin ich da ganz bei Herrn Wittmann, sowas, was auch wenn man den konkreten Nutzen dieser Institutionen und Vertragswerke im Moment schwer angeben kann, ist es durchaus sinnvoll, die in einer Art Dornröschenschlaf fallen zu lassen, zu akzeptieren, dass sie für die gegebene Zeit dysfunktional sind. Und man ist dann froh, dass man sie eines Tages wieder haben wird. Genau. Thomas Berghoff hat jetzt eine Frage gestellt, die ich Ihnen auch im Vorgespräch gestellt hatte. Und Ihre Antwort war darauf damals, also vor 2 Tagen, für Russland ist die NATO kein Gesprächspartner. Wie sieht eigentlich die russische Seite aus, fragt Herr Berghoff. Ja, tatsächlich müsste man ja fragen, und ich fange anders an. Das russische Interesse, wenn man die Agenda sich nochmal vergegenwärtigt, des NATO-Russland-Rats, die ich gerade mal am Anfang angesprochen habe, und die konkreten Fälle der Kooperation, dann ist das ja erstens quantitativ überschaubar. Ich habe das sehr wohlwollend gewürdigt, aber quantitativ doch überschaubar. Und es ist vor allen Dingen die westliche Seite, die sie mit ihren Anliegen durchgesetzt hat. Russland brauchte keine Kooperation für Afghanistan. Russland war auch nicht zwingend daran interessiert, die Überwachung der Entsorgung von Chemiewaffen zu überwachen, sondern ist sehr stark vom Westen getrieben worden. Russland hat immer wieder gesucht und anerkannt, vor allen Dingen eine außenpolitische Anerkennung als Großmacht. Das ist tatsächlich insofern schon mal von der NATO-Seite gewürdigt worden durch diese Exponierung Russlands im Sinne des NATO-Rates, eben nicht im Sinne des euroatlantischen Partnerschaftsrates, wie ich das eben gesprochen habe. Was unterblieben ist oder was nie gelungen ist tatsächlich Russland einen exponierten Platz in einer euroatlantischen Sicherheitsordnung zuzuweisen, die über das NATO-Russland-Verhältnis hinausgegangen wäre. Das würde insofern auch einen anderen Akteur ansprechen, nämlich die OSZE. Es hat ja Versuche gegeben, auch mit russischen Initiativen, sozusagen die gesamte euroatlantische Sicherheitsordnung neu zu denken. So aus den Jahren 2009, 2010 ist das bekannt. Da ist tatsächlich nichts draus geworden, aber auch aus Gründen, die aus westlicher Sicht nachvollziehbar sind, weil das hätte wahrscheinlich wäre hinausgelaufen auf die ausgesprochene oder unausgesprochene Akzeptanz von Einflusssphären, von Hegemonialsphären im euroatlantischen Raum. Also sozusagen wenn man es zuspitzen würde, auf eine Aufteilung Europas entlang von bestimmten oder gemäß bestimmten Hegemonialstaaten. Das hätte dann dazu geführt, dass die bestimmten Staaten sich zur einen oder anderen Seite hätten erklären müssen oder zugeordnet worden wären. Und das ist eben nicht zu machen mit der Charta von Paris, mit den Prinzipien der Charta von Paris. Und hinter diese kann die westliche Diplomatie und will sie, aber kann sie eben auch nicht zurück, sozusagen Russland eine bestimmte Rolle zuzuweisen. Ich glaube, das ist Common Sense. Das ist politisch bedingt. Russland ist Mitglied des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, braucht keine besondere Begründung, dass das bereits eine exponierte Rolle ist. Russland ist Nuklearmacht. Das bedarf dann keiner weiteren Erklärung, dass das eine exponierte Rolle ist. Und Russland ist ein gewichtiger militärischer Akteur im euroatlantischen Raum. Also der dritte Indikator dafür, dass es ein gewichtiger politischer, militärischer Akteur ist. Alles, was darüber hinausgehen würde, eine Zementierung, eine Festschreibung eines Sonderstatus von Russland im Sinne der Euroatlantik oder im Sinne einer Revision der euroatlantischen Sicherheitsordnung, das kann kein handlungsleitendes Paradigma für deutsche und europäische Politik sein. Genau, ich bin Jahrgang 1993, deswegen die Frage, die Thomas Kahle gestellt hat, ist auch für mich sehr interessant, weil ich verbinde Russland vor allen Dingen mit Wladimir Putin. Und deswegen fragt auch Thomas Kahle, sehen Sie in erster Linie, dass Wladimir Putin das Problem ist, oder geht die Konfrontation mit den westlichen Demokratien tiefer ins System? Oh, da würde ich mich ungern zu äußern, weil dafür bräuchte man profundere Russlandkenntnis, als ich das habe. Da sollte man wirklich Leute zu Wort kommen lassen, die sich in Russland besser auskennen. Ich glaube, es ist valide, die Gleichung in etwa so zu machen, wie ich das gerade gemacht habe in meinen Input-Bemerkungen, dass in einer Phase der Schwäche, und die kann man ja grob mal mit den 90er Jahren ansetzen, also der Präsidentschaft von Boris Jelzin, Russland ein unausgesprochen kooperativer Akteur war, weil all das, was wir heute mit Russland verbinden, Stärke, Aufstieg, Sonderstellung, Einflusssphären, all das kam damals überhaupt nicht in Frage. Wir hatten mit einem geschwächten internationalen Akteur zu tun, politisch geschwächt, wirtschaftlich geschwächt, militärisch geschwächt. Dementsprechend kann man durchaus den Amtsantritt von Wladimir Putin im Jahr 2000 sozusagen als eine Art persönlichen Paradigmenwechsel sehen. Wobei ich mir mittlerweile angewöhnt habe, wenn man internationale Politik lang genug sich anschaut, den personellen Faktor nicht zu hoch zu hängen, sondern tatsächlich, man könnte die Frage ja beantworten, gesetzt den Fall, ich wünsche es ihm nicht, Präsident Putin würde morgen amtsunfähig aus bestimmten Krankheitsgründen oder was auch immer. Und er würde von einem Mann, wahrscheinlich weniger einer Frau, aus einer Entourage ersetzt werden. Erwarten wir dann allen Ernstes an sicherheitspolitischen Paradigmenwechsel Russlands? An dieser Stelle wäre ich sehr zurückhaltend. Und wenn Sie diese Skepsis teilen, dann kann es nicht der personelle Faktor sein, sondern dann deutet das eben auf strukturelle Faktoren hin, auf systemische Faktoren. Aber nochmal, da habe ich jetzt ein bisschen im Nebel gestochert und da sollte man wirklich Leute konsultieren, die sich in Russland besser auskennen, als ich das tue. Dennoch will ich noch mal auf eine Frage eingehen, die auch in Verbindung mit Präsident Putin steht. Elke Fimm fragt, angesichts der globalen Zuspitzung. Präsident Putin hat bei seiner Rede bei der UN-Vollversammlung zu einem dringenden P5-Gipfeltreffen aufgerufen, um viele strategisch dringende Themen zu besprechen. Was denken Sie denn dazu, Herr Dr. Keim? Also auf den ersten Blick sind solche Offerten immer gut. Tatsächlich angesichts der Tatsache, dass wir eine Krise der internationalen Ordnung haben, eine Krise des Multilateralismus, wie es dann in Deutschland immer heißt, aber ja durchaus zutreffend, eine Krise der internationalen Organisation oder im etwas weiteren Sinne eine Krise der internationalen Kooperation und der internationalen Kooperationsbereitschaft. Und, damit ich nicht falsch verstanden werde, für die ist nicht alleine Russland verantwortlich, sondern wir haben es eben gerade auch mit bei dem amerikanischen Präsidenten mit jemandem zu tun, der an Kooperation und Multilateralismus nur so gut wie gar kein Interesse hat oder das konditionalisiert ist, dass Kooperation insofern gut ist, wenn sie amerikanischen Interessen dient. Zugleich bin ich immer so etwas zurückhaltend, weil wir doch ein bestimmtes Grundmuster russischer Politik jetzt nicht zum ersten Mal sehen, solche Offerten zu unterbreiten, tatsächlich um auch den Westen zu spalten. Und angesichts der Entfremdung zwischen vielen westeuropäischen Staaten und der Regierung Trump oder den USA unter der Regierung Trump, könnte man das als ein Vehikel lesen. Aber ich möchte mich da nicht zu vorschnell äußern und sowas nicht zu vorschnell die Tür zuschlagen. Interessant wäre immer bei solchen Offerten, worüber soll denn konkret geredet werden? Und da erwarte ich etwas mehr als das, was jetzt zu hören war. Tatsächlich kann es nicht nur darum gehen, die P5-Staaten zusammenzubringen. Die könnten jederzeit zusammentreten. Und wenn wir Revue passieren lassen, weshalb der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, das sind ja die fünf Ständigen, in den letzten Monaten, gerade während der Covid-Krise, so handlungsunfähig war, was ja ganz bedrückend ist, dann ist es eben der Dualismus, der Gegensatz zwischen den USA einerseits und Russland und China andererseits, die das eben so schwer gemacht hat. Also anders formuliert, wenn man Kooperationsbereitschaft unter Beweis stellen will, dann wäre da spätestens ab dem März diesen Jahres eine hervorragende Gelegenheit für gewesen. Und das ist von beiden Seiten, noch einmal, ich möchte nicht falsch verstanden werden, nicht genutzt worden. Aber solche Initiativen sind durchaus willkommen. Vielleicht auch eine interessante Frage nochmal so ein bisschen in Bezug auf die innenpolitischen Auswirkungen auf die NATO, dann auch die Russland-Innenpolitik. Nikolaus Haufler fragt, die Krim-Annexion erfolgte nach einer Phase der wirtschaftlichen Stagnation und hat der Regierung hohe Umfragewerte gebracht. Anti-westliche Rhetorik erfüllte mittlerweile eine wichtige innenpolitische Rolle in Russland. Sind die außenpolitischen Forderungen der NATO an die russische Regierung vor diesem Hintergrund der Stimmung im Land überhaupt realistisch umsetzbar? Auch da, diese Frage müssen Sie an jemanden richten, der auch die öffentliche Meinung in Russland besser einschätzen kann. Ich lese auch die Umfragewerte. Ich habe aber auch schon häufig gelesen, dass die Umfragewerte für Präsident Putin so in den Keller gegangen seien, dass er seine Herrschaft in Frage gestellt worden wäre im Kontext der Rentenreform, im Kontext der hohen Kosten für die Krim-Annexion. Am Ende des Tages hat er sich durchgesetzt und ist unangefochten im Amt. Von daher bin ich so etwas zurückhaltend, auf diese Erosionstendenzen zu verweisen. Ich meine, die Agenda, die die NATO im Moment an Russland heranträgt, ist ja sehr, sehr schmal. Das ist eigentlich ein einziger Punkt, und das ist die Annexion der Krim und der Ukraine, die Destabilisierung in der Ostukraine. Letztlich jede Form von Kooperation, gerade gegenüber Dritten, also das, was das Interessante in dieser guten Phase gewesen ist, Kooperation, die über Bilateralismen hinausgeht, sondern Kooperation bezüglich Afghanistan, Kooperation bezüglich Syrien, Kooperation bezüglich Peacekeeping in Jugoslawien, das ist im Moment gar nicht möglich. Und dementsprechend ist das sozusagen die schmalstmögliche Agenda, aber auch eine Conditio sine qua non. Also wenn Russland in dieser Frage nichts anbietet, zu keinerlei Konzession bereit wäre, zu keiner Konzession bereit ist, wird, glaube ich, die NATO-Russland-Agenda weiterhin schmal sein. Genau, dann vielleicht die nächste Frage. Da haben zwei unserer Zuschauer dieselbe Frage fast gestellt. Einmal Daniel Paust und einmal Erik Bovik von dem NATO-Hauptquarter. Die Frage der Innenpolitik in Deutschland so ein bisschen, also die Wahlen. Was wird sich ändern, wenn eben nicht mehr Angela Merkel an der Spitze sein wird und vielleicht auch ein neuer CDU-Leadership, wie es hier in der Frage steht, oder auch vielleicht unter einer möglichen SPD-geführten Koalition? Was ändert sich dann auch in der NATO? Werden dann vielleicht auch ein bisschen die Wogen geklettert? Das ist ganz Politikberater, wie ich gar nicht mögen im Sinne des Spekulativen. Aber ich versuche mal ein paar Randbedingungen. Ich fange an einer ganz anderen Stelle an, am Ende da genau, wo Sie hinwollen, nämlich tatsächlich der Zerrüttung der deutsch-amerikanischen Beziehung, die auch Auswirkungen auf die deutsch-russischen Beziehungen haben. Was wir feststellen, ist, dass weite Teile der deutschen Bevölkerung durch die Politik Trump Entfremdung in den deutsch-amerikanischen Beziehungen empfinden. Und eine klassische Bindung, wie sie vielleicht noch die Generation vor uns empfunden hat, ist gerade unter jüngeren Menschen kaum noch anzutreffen. Und stattdessen gibt es eine weit verbreitete Ordnungsvorstellung, die auch gerade in bestimmten Teilen Deutschlands sehr beliebt ist, sozusagen der Äquidistanz, dass Deutschland eine gleich entfernte Rolle zu Russland wie zu den USA einnehmen solle, was sich ja eben auch mit zurückführen lässt oder nicht ganz unbekannt ist aus bestimmten, vor allen Dingen sozialdemokratischen Ordnungsvorstellungen, so der 60er, 70er Jahre, da ist das anzutreffen. Das würde natürlich oder ist irritierend für die Protagonisten in Washington und Berlin gleichermaßen, die sicherheitspolitische Verortung Deutschlands und Europas an der Seite der USA sehen. Und dafür gibt es ja gute Gründe, weil tatsächlich die Letztgarantie für die europäische Sicherheit im konventionellen, aber vor allem im nuklearen Sinne haben die USA übernommen und übernehmen das nach wie vor. Wenn man das jetzt mal für die nächsten Bundestagswahlen weiter versucht zu prognostizieren, dann ist ja zumindest zur Kenntnis zu nehmen, dass bestimmte sicherheitspolitische Fragen eine Rolle spielen könnten im Bundestagswahlkampf. Ich denke vor allen Dingen an Fragen der nuklearen Teilhabe und der damit verbundenen Rüstungsprojekte. Und die SPD unter Rolf Mützenich, oder vor allen Dingen Rolf Mützenich, ihr Fraktionsvorsitzender, hat ja da eine sehr prononcierte Position bezogen, dass er deutlich gemacht hat, er wolle, dass die amerikanischen Nuklearwaffen aus Deutschland abziehen. Und wenn ich das Signal der letzten Woche richtig verstanden habe, er bereits angekündigt hat, er würde das im Wahlkampf thematisieren. Gut. Er spricht nicht alleine für die SPD. Es gibt eben auch Kräfte innerhalb der Partei, die das ganz anders sehen. Aber es könnte durchaus sein, dass diese Stimmung nutzbar gemacht werden würde und diese stille transatlantische Solidarität, die eben ein Kennzeichen von Angela Merkel gewesen ist, die vielleicht keine glühende Transatlantikerin, keine überbordende, verbal überbordende Transatlantikerin gewesen ist, aber letztlich eine Sache nie hat daran Zweifel aufkommen lassen, dass diese Phase vielleicht, wenn nicht vorbei ist, aber doch zur Disposition gestellt wird. Und in diesem Kontext würden dann eben das deutsch-russische Verhältnis eben auch nochmal zur Disposition gestellt. Aber angesichts der Tatsache, den Punkt habe ich eben versucht zu machen, dass Europa bisher nicht in der Lage ist, für die eigene Sicherheit Sorge zu tragen, im Sinne der Bündnis- und Landesverteidigung, diese Frage letztlich an die USA nach wie vor delegiert ist, kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass breite Bevölkerungsschichten einer Politik der Äquidistanz oder gar Annäherung an Russland folgen würden. Die nächste Frage kommt von, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Loay Muthan. Erstmal danke für den Vortrag und dann die Frage, was erwartet Putin als Gegenleistung vom Westen, um als Kooperationspartner auf gleicher Augenhöhe wieder zu agieren? Was müsste man Putin anbieten, um mit ihm einen fruchtbaren Dialog über Syrien, Libyen, Iran oder andere Konflikte führen zu können? Ja, das ist, glaube ich, die Kardinalfrage. Und ich meine, wenn man Politikberater ist, darf man niemals sagen, ich weiß es nicht. Aber an dieser Stelle würde ich fast sagen, ich weiß es auch nicht genau. Weil tatsächlich etwas wird nicht möglich sein, dass tatsächlich die Akzeptanz einer Sonderstellung, einer machtpolitischen, sicherheitspolitischen Sonderstellung im euroatlantischen Raum, das wird die NATO nicht gewähren können. Das wird die OSZE nicht gewähren können. Ich glaube, was nicht mehr Thema sein wird, sind die inneren Verhältnisse Russlands. Also der transformative Impuls vielleicht der 90er und 2000er Jahre, die weniger die NATO, aber die stärker die Europäische Union hatte, nämlich tatsächlich in ihrer eigenen Nachbarschaft transformativ tätig zu sein. Das ist auf Grund geraten. Das haben wir spätestens in der Ukraine gesehen und tatsächlich in einer Reihe von anderen mittlerweile stillgestellten Konflikten, dass die russische Ordnung kollidiert. Ich glaube, da gibt es mit keinem Politiker, keine Politikerin, die in westlichen Hauptstädten allen Ernstes wirklich das Wort des Regimewechsels in Russland aus einer russischen Sicht, wenn es dann die Farbenrevolution wirklich in den Mund nehmen würde. Also ich glaube, da kann Russland beruhigt sein. Was natürlich auch schon den normativen Preis nach sich zieht, den menschenrechtlichen Status quo, den demokratischen Status quo in Russland, einfach so zur Kenntnis zu nehmen, weil wir auch da gemeinsam mal weiter gewesen sind. Nochmal Stichwort Charta von Paris von 1990. Im außenpolitischen Bereich, glaube ich, wird man erneut ein Signal senden müssen, was, glaube ich, die NATO eigentlich seit 20 Jahren sendet, aber das schadet ja nichts, das noch einmal zu senden. Tatsächlich, dass russische Belange und Interessen bei all dem, was die NATO tut, in Rechnung gestellt werden. Und das ist ja die Grundlage von einem Konzept kooperativer Sicherheit. Und ich glaube, die NATO tut gut daran, auch nicht Vertragspartei ist, das habe ich eben gesagt, bei den Abrüstungs- und Rüstungskontrollvereinbarungen, die USA zu drängen, an den verletzten, verbliebenen Rüstungskontrollvereinbarungen festzuhalten. Vor diesem Hintergrund finde ich es, wie soll ich sagen, was ist das richtige Wort, das falsche Signal, oder fand ich das falsche Signal, dass die Regierung Trump jetzt im atemberaubenden Tempo auch die letzten Rüstungskontrollvereinbarungen, die noch auf die unmittelbare Phase der Nach-Ost-West-Konfliktzeit der 90er Jahre zurückgehen, über Bord geworfen hat, jetzt den Open Skies-Vertrag erst vor wenigen Monaten. Und jetzt haben wir nur noch einen Vertrag, das ist der New Start-Vertrag, den ich angesprochen habe, der im Februar auslaufen wird. Und auch der ja zur Disposition gestellt wird von interessierten Kreisen in Washington. Und ich glaube, da sollten sich die europäischen Verbündeten sehr stark machen, den zu erhalten. Und das erklärt ja auch, weshalb so viele europäische Regierungen gar nicht hinter so vorgehaltener Hand auf einen Regierungswechsel in Washington setzen, weil, ich glaube, das muss man nochmal betonen, die NATO-Russland-Beziehungen doch in beiden Teilen eine Ableitung der amerikanischen-russischen Beziehungen sind. Also anders formuliert, gelingt es, die russisch-amerikanischen Beziehungen halbwegs kooperativ zu gestalten, was auch immer das konkret heißen mag, dann ist die NATO eben in einer guten Position, eben auch ihre Beziehung zur Russischen Föderation positiv zu gestalten. Leider gilt auch die Umkehrung. Sind die amerikanisch-russischen Beziehungen schlecht, wie das gerade der Fall ist, ging das nicht. Wir haben in vergangenen Gesprächen immer darüber gesprochen, dass andere Bereiche auch natürlich für die Sicherheitspolitik immer wichtiger werden. Da kommt auch die Frage von C. Vogt, er oder sie, ich weiß jetzt nicht genau, fragt, jenseits der Phase der sicherheitspolitischen Frustration, welche Chancen sehen Sie in anderen Bereichen durchaus existierender Kooperation, zum Beispiel in der Energie, der Raumfahrt, der Wissenschaft, der Technologie und der Umwelt? Also ich bin Sicherheitspolitiker, von daher möchte ich mich da gar nicht so äußern. Mein Punkt ist nicht, dass es nicht andere Bereiche von Kooperation gibt. Und gerade, ich meine, den wichtigsten haben Sie jetzt nicht genannt, nämlich der bilaterale Handel zwischen Deutschland, Schrägstrich der Europäischen Union und Russland auf der anderen Seite und die energiepolitischen Interdependenzen haben ja gerade im Kontext des Nawalny-Falles in den letzten Wochen nochmal eine besondere Beachtung gefunden. Also mein Punkt ist in keiner Weise in einer Isolation Russlands das Wort zu reden. Ich wüsste auch gar nicht, wie die erfolgen sollte. Also einer politischen Isolation. Das sind Ordnungsvorstellungen, die in den Kalten Krieg zurückgehen, wo man allen Ernstes noch von sowas sprechen konnte wie Containment, also den Gegner einzudämmen. Aber das geht ja nicht in einer weitgehend globalisierten Welt. Das macht es ja so schwierig, mit Russland umzugehen. Ich glaube, auf absehbare Zeit wird ein Befund kommen, den die Europäische Union gegenüber China geäußert hat. Wo die Europäische Union gesagt hat, China ist für uns Partner, Wettbewerber und Rivale gleichzeitig. Und ich glaube, cum grano salis, wenn wir diese drei Begrifflichkeiten eben auch auf das Verhältnis, jetzt vielleicht weniger der NATO, aber des Westens zu Russland anwenden können, dass man sagen kann, es gibt bestimmte Felder, auch der Wissenschaftskooperation, des Studentenaustausches, des Handels, die Energieinterdependenz, wo Russland zweifelsohne ein Partner ist, sein kann und auch sein will. Und es wird Gebiete geben, wo wir eben nicht zusammenkommen, wo Russland eben ein Wettbewerber ist, vor allem gegenüber Dritten. Und es wird Gebiete geben, wo man auch gar nicht zusammenkommen kann. Und da wird man feststellen, dass Russland ein ordnungspolitischer Rivale ist. Und Rivale, das Wort wird dann nicht verwendet, aber könnte man auch übersetzen als Gegner. Ich will nicht an Gegnerschaft das Wort reden, aber tatsächlich muss man dann dazu konstatieren, dass in beiden Teilen russische Ordnungsvorstellungen für die internationale Politik schlicht und ergreifend inkompatibel sind mit denjenigen von Berlin, von Paris oder von Washington. Das heißt nicht, einer Aufrüstung oder gar einer militärischen Eskalation das Wort zu reden, aber doch mit einem gewissen Realismus das Ganze anzugehen. Die nächste Frage bezieht sich auch jetzt auf Belarus. Ich glaube, wir haben da auch schon ein bisschen drüber gesprochen in unserem Vorgespräch und ich finde die Frage besonders interessant, die Oksana Schmies stellt. Sie fragt nämlich, wie schätzen Sie die Rolle der OVKS, der Organisation des Vertrages der kollektiven Sicherheit, als einen etwas polemisch ausgedrückt Anti-NATO-Verbund in den aktuellen und vielleicht auch zukünftigen Konflikten mit dem postsowjetischen Raum? Welches Bedrohungspotenzial besitzt die Organisation für die europäische Sicherheit? Zum Beispiel auch in Bezug auf die aktuellen Frage zu einer militärischen Einmischung in Belarus oder auch in Nagorny-Karabach. Auch da traue ich mir kein richtiges Wort dazu. Wenn ich das richtig sehe, ist das wirklich eine Organisation, die kein starkes Eigenleben jenseits von Russland entwickelt hat. Also tatsächlich, das ist ja weniger eine Organisation mit einem, die eine Analogie zur NATO darstellt im Sinne von einer integrierten Kommandostruktur, sondern es ist eher eine politische Organisation unter Führung Russlands, die nur rudimentär Bündnis- und Landesverteidigung macht. Was ich am Belarus-Fall interessant finde ist, und das markiert ja wieder tatsächlich sozusagen die russische Perzeption der NATO, die kann man ja dann schön daran illustrieren, ist, dass obgleich ja die Demonstranten und Demonstrantinnen in Belarus, zumindest was ich wahrgenommen habe, aber ich glaube, da stehe ich nicht ganz alleine, eben nicht die Forderung erhoben haben, dass sie dass Belarus Mitglied der Europäischen Union werden solle, dass sie eben nicht die Forderung erhoben haben, dass Belarus Mitglied der NATO werden wolle, dass gleichzeitig aber von Präsident Lukaschenko und von der russischen Führung gleichzeitig postuliert wird, also sozusagen innenpolitisch ein Strohmann aufgebaut wird, den es dann zu vernichten gilt, dass man tatsächlich wieder sagt, die NATO stünde vor den Toren von Belarus, so der weißrussische Präsident und Cum Granosalis, Vertreter der russischen Führung, gleichzeitig wieder das Schreckensbild gezeichnet haben, dass die NATO expandieren würde oder zumindest unterminieren würde. Und ich glaube, die Situation in Belarus, und da unterscheidet sie sich deutlich von der Ukraine, 2014 ist weit davon entfernt. Genau, die nächste Frage kommt von Helmut Hoffmann. Herr Hoffmann, ich kann Ihnen sagen, im Vorgespräch haben Herr Dr. Keim und ich genau über dieses Thema gesprochen, aber gerne will ich auch Ihren Kommentar vortragen. Eine bemerkenswerte Leistung, eine halbe Stunde über das NATO-Russland-Verhältnis zu sprechen, ohne auch nur das Wort NATO-Erweiterung in den Mund zu nehmen, geschweige denn zu erörtern, wie stark diese russisches Misstrauen gegenüber den Absichten der NATO bis hin zur Paranoia gesteigert hat, gipfelnd in der Unsicherheit, ob Russland auch noch die Ukraine und Georgien als NATO-Mitglieder gegenübertreten würden. Wird dieser Zusammenhang nicht gesehen? Wird die russische Krim-Annexion und Unterstützung russischer Separatisten in der Ukraine nicht angemessen eingeordnet? Und er meint, den letzten Teil kann ich auch als Frage in Ihre Richtung formulieren, Herr Dr. Keim. Wird da was übersehen? Also sozusagen der Vorwurf, der immer erhoben wird, um den geht es ja jetzt gerade, dass Russland russische Sicherheitsinteressen nicht ausreichend berücksichtigt worden wären, aufgrund der Tatsache, dass die NATO sich nach Osten erweitert hat oder umgekehrt formuliert, einfach Mitglieder, neue Mitglieder, die sich nach Westen bewegt haben, das ist die Perspektive, die mir eigentlich viel lieber ist, aus dem postsowjetischen Raum oder aus dem postkommunistischen Raum mittlerweile Mitglied der NATO geworden sind. Dieser Vorwurf rankt sich an, wird an verschiedenen Stellen erhoben, dass ja erstens es hätte Zusagen gegeben im Kontext der 2+4-Verhandlungen zur deutschen Einheit. Das ist vergleichsweise gut untersucht. Alle amerikanischen Quellen belegen das Gegenteil. Diese Zusage ist nie gegeben worden. Was hätte sie auch, welche Zusage hätte man auch geben sollen? Bestimmte, oder der territoriale Zerfall der Sowjetunion begann doch erst im Jahr 1991 mit dem Ende der Sowjetunion. Also das hätte ja erhebliche Vorhersehungskraft der Verhandler des 2+4-Vertrages ein Jahr vorher erfordert, schon zu prognostizieren zu können, was ein Jahr später passieren würde. Zum Zweiten, die große Erweiterungswelle der NATO war 1999 und das hat die Kooperationsphase, die ich ja eben angesprochen habe, und deshalb war mir das wichtig, die auch nochmal genau zu terminieren, also genau zu sagen, wann die stattgefunden hat, in keiner Weise eingetrübt. Also aus einer russischen Sicht ist die NATO-Osterweiterung bis zum Ende der 90er Jahre vergleichsweise akzeptiert worden, vergleichsweise bruchlos verlaufen. Die Territorien hat man in einer politischen Sicht der Dinge oder in einer geopolitischen Sicht der Dinge aufgegeben. Und erst im Nachhinein wird dann rekonstruiert, dass man hier über den Tisch gezogen worden sei oder, das finde ich etwas noch absurdere Argument, man sei eingekreist worden. Wenn man sich die Karte anschaut, dann kann ja von einer Einkreisung der NATO, der Einkreisung Russlands durch die NATO die Rede sein. Ein Vorwurf, den ich gelten lassen würde, den habe ich eben versucht schon anzudeuten, dass die NATO oder der Westen generell das geopolitische Narrativ und die geopolitische Agenda der russischen Führung, die mit 2007, 2008 ihren ersten Indizien hat erkennen lassen und spätestens mit 2014 ihren endgültigen Durchbruch gefunden hat, schlicht und ergreifend übersehen hat. Das ist keine politische Antwort darauf, oder damit präjudiziere ich nicht, wie man darauf hätte reagieren müssen oder reagieren können, weil tatsächlich einer westlichen Führung natürlich auch die wären. Also tatsächlich, was ja häufig gefordert wird, man hätte deutlicher sagen müssen, bestimmte Staaten werden niemals Mitglied der NATO werden, Stichwort Ukraine. Oder man hätte ein Argument geben müssen, dass Georgien niemals Mitglied der NATO werden wird. Das wäre aber ein klarer Widerspruch zur Charta von Paris, wo deutlich drin steht und von allen Staaten des euroatlantischen Raums unterzeichnet worden ist, die freie Wahl des Bündnisses. Dementsprechend kann die Bundesregierung kein Dokument unterschreiben, in dem drin steht, wir verweigern auf absehbare Zeit unter Bezugnahme oder unter Verweis auf russische Interessen und Bedürfnisse der Ukraine und Georgien den NATO-Beitritt, was sie tun kann. Und das sehen wir ja auch ist eine stille Akzeptanz von 1+4. Tatsächlich, wenn man Revue passieren lässt, dass im Jahr 2008 sowohl Georgien und der NATO, der Ukraine, vorläufige Zusagen oder vorläufige Perspektiven entwickelt worden ist, dass die eines Tages Mitglied der NATO werden würden und heute das niemand mehr ernsthaft in den Mund nimmt und ernsthaft verfolgt, dann kann man ja den Punkt machen, russischen Bedürfnissen wird schon Rechnung getragen, ohne dass das immer explizit deutlich gemacht wird. Aber mehr ist, glaube ich, von NATO-Regierungen kaum zu verlangen. Eine spannende Frage hat auch Andreas Stein gestellt. Er fragt, kann Nord Stream 2, also die Pipeline, dazu dienen, dass Deutschland und die EU verstärkt wirtschaftspolitische Beziehungen zu Russland knüpfen und dadurch vielleicht auch die langfristig die sicherheitspolitischen Beziehungen verbessern? Also ich glaube, das Erste ist völlig ohne Zweifel, da kann es ja kaum zwei Meinungen zu geben, dass sozusagen der Ausbau von energiepolitischer Interdependenz im Interesse der EU liegt, beziehungsweise vor allen Dingen im Interesse Russlands liegt. Es gibt eine Facette, die ich fragwürdig finde, die aber uns heute nicht umtreiben muss. Wenn ich überlege, dass solche Pipeline-Projekte für in der Regel mindestens 30, 40 Jahre geplant werden müssen, damit sie sich amortisieren. Und wenn ich mir gleichzeitig vergegenwärtige, dass wir in Deutschland bei unseren Energieplanungen in 30, 40 Jahren bereits fossile Energieträger gar nicht mehr nutzen wollen, dann leuchtet mir der Kontext zwischen Gassicherheit und dem Ende des fossilen Energieverbrauchs in Deutschland nicht wirklich ein. Aber das ist nicht der Punkt, auf den ich hinaus will, sondern tatsächlich die Hoffnung oder Erwartung, das ist der zweite Teil, der in der Frage drin steckte, dass damit eine Verbesserung der Beziehung einhergehen könnte. Das atmet ja so ein bisschen den Geist dessen, was sich zurückführen lässt auf die Argumentation der Ostpolitik der 60er und 70er Jahre, dass vertiefte Kooperation letztlich zu einer Annäherung der politischen Systeme führen würde. Also Wandel durch Annäherung oder Transformation durch Unterstützung bei der Modernisierung. Und wenn wir doch eins gelernt haben in den letzten Jahren, dann gibt es doch wenig Empirie dafür, dass das funktioniert. Sondern wir haben es mit einer Reihe von Akteuren zu tun, die sich wirtschaftspolitisch liberalisieren. Das ist, glaube ich, zweifelsohne der Fall im Falle von Chinas. Das ist zweifelsohne im Falle der Türkei. Und das ist im zweifelsohne der Fall bei Russland. Aber dass tatsächlich eine innenpolitische Liberalisierung einsetzen würde, kann ich nicht erkennen. Und was ich noch viel weniger erkennen könnte, wäre eine außenpolitische Konzilianz, die damit einhergehen könnte. Also, dass uns von russischer Seite größeres Verständnis für westliche Anliegen entgegenweht, kann ich nicht erkennen. Von türkischer Seite, um ein zweites Beispiel zu nennen, oder von chinesischer Seite ein drittes Beispiel zu nennen, das kann ich alles nicht erkennen. Von daher würde ich sagen, unter handelspolitischen Aspekten, unter wirtschaftspolitischen Aspekten macht das durchaus Sinn. Nur die Hoffnung oder Erwartung, dass solche energiepolitischen Interdependenzen wirklich ein wirksamer Hebel sind und das Außen- wie innenpolitische Verhalten am Regime oder politischen Systems zu beeinflussen, da habe ich doch erhebliche Zweifel. Wir kommen auch langsam zum Ende unserer Veranstaltung, auch wenn noch ziemlich viele Fragen offen sind. Ein paar wollen wir noch stellen. Bitte entschuldigen Sie, wenn wir vielleicht nicht alle Ihre Fragen an heute Abend beantworten können. Aber das ist für uns natürlich ein schönes Zeichen. Herr Horsch schreibt wahrscheinlich schon auch für die nächste Runde, für eine nächste mögliche Veranstaltung. Gerne will ich aber noch die Frage von Christoph Erber stellen. Er fragt, welche sicherheitspolitischen Chancen und Risiken für die Beziehungen zu Russland bietet eine möglicherweise auf die Phase der Frustration folgende Phase der gegenseitigen Resignation? Ja, jetzt müsste man fragen, was ist noch der Unterschied zwischen Frustration und Resignation? Das liegt dann sehr eng beieinander. Aber wir können mit den Begriffen spielen. Ich glaube, wir werden auch einen Konsens herstellen können, dass solche Begrifflichkeiten, die die Dokumente der 90er oder 2000er Jahre noch geatmet haben, wovon gemeinsamer Partnerschaft die Rede war. Und was damit gemeint war ja immer mehr als Bilateralismen. Man will nicht nur etwas voneinander, sondern man ist in der Lage, etwas gemeinsam miteinander gegenüber Dritten zu gestalten. Und davon sind wir weit entfernt. Und ich glaube, man kann das Koexistenz nennen, man kann das resignierte oder resignative Koexistenz nennen oder selektive Kooperation, egal von wo man drauf schaut, aber eben tatsächlich diese Transformation und Kooperationserwartung oder Hoffnung der 90er oder 2000er Jahre, die ist, glaube ich, endgültig vorbei. Das ist das Bedrückende. Und letztlich wird so ein komplexes Muster von Kooperation, Koexistenz und Konflikt wahrscheinlich die Zukunft beherrschen. Dann natürlich das Thema USA, was irgendwie immer mitspielt, wenn wir über Sicherheitspolitik und NATO sprechen. Die Frage von Detlev Pool. Er fragt, wie schätzen Sie die Interessen der USA mit oder ohne Trump in der Gestaltung der Beziehungen zu Russland ein? Ist die NATO dafür wichtig? Interessante zweigeteilte Frage. Ich glaube, die zweite ist einfacher zu beantworten. Nein, ich glaube, Russland ist, nein, anders. Die NATO ist für die Gestaltung der amerikanischen Russlandpolitik zurzeit nicht wichtig. Dafür war keinerlei Initiative zu erkennen, weil schlicht und ergreifend die NATO für die Trump-Administration nur nachrangige Bedeutung hat. Sie ist eben kein bevorzugtes Instrumentarium und das schlägt sich eben auch in der Gestaltung der Politik gegenüber Russland nieder. Also das vollzieht sich nicht gegenüber der NATO. Das Problem in den amerikanisch-russischen Beziehungen, gerade jetzt während der Regierung Trump, ist die unklare Strategie oder die unklare Akzentuierung dessen, was die Regierung Trump denn eigentlich von Russland will. Und da haben wir schon das erste Problem. Ich tue mir schwer, in wenigen Sätzen zu skizzieren, was denn überhaupt die Russland-Strategie der Regierung Trump sein soll. Es gibt diejenigen in Washington, die Russland als Gegner betrachten. Das sind vor allem diejenigen, die jetzt eben auch sich gegen Nord Stream 2 wenden. Mit dem zentralen Argument, es ginge darum, eben Russland finanziell auszutrocknen und damit eine wichtige Einkommensquelle abzustellen. Es gibt aber gleichzeitig diejenigen, die unter Verweis darauf, dass die nächste Konfliktkonstellation oder viel wichtigere Konfliktkonstellation die amerikanisch-chinesische ist, darauf verweisen, dass man einen wichtigen Partner bräuchte und das wäre Russland. Also dementsprechend zwei Politiken innerhalb einer Administration, die in völlig entgesetzte Richtungen verweisen, nämlich Russland als Partner wieder zu betrachten und einen entsprechenden Preis dafür zu zahlen, gegebenenfalls in der Akzeptanz von Einflusssphären, und diejenigen, die in Russland eben einen Rivalen, weltpolitischen Rivalen betrachten. Und zwischen diesen beiden Polen, wenn ich das sagen darf, oszilliert die amerikanische Russlandpolitik. Und wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, ob der amerikanische Präsident als Person eine Russlandpolitik hat, die mehr ist als eine Bewunderung von starken Männern. Er hat ja mehrmals deutlich gesagt, dass er mit Präsident Putin sehr viel anfangen können, dass er ein starker Mann. Da habe ich doch erhebliche Zweifel. Da scheint es mir doch sehr am strategischen Kalkül zu fehlen. Zwei Fragen möchte ich auch noch zusammenfassen, weil es dabei in beiden Fragen so ein bisschen um den Einfluss von anderen Akteuren bzw. von anderen Begebenheiten geht. Jörg Schulze fragt, haben die schwierigen Verhältnisse in Belarus einen Einfluss auf das NATO-Russland-Verhältnis? Und Chris Ober fragt, welchen Einfluss nimmt China auf das Verhältnis NATO-Russland? Das erste ist, glaube ich, sehr einfach zu beantworten. Das NATO-Russland-Verhältnis ist von dem Belarus-Fall eigentlich weitgehend unberührt, weil die NATO versucht ganz bewusst, sich in dieser Frage sehr zurückzuhalten. Mir ist jetzt über diplomatische Floskeln auch keine exponierte Position der NATO gegenüber Belarus bekannt. Warum auch? Sie ist davon unberührt. Fällt nicht in ihren Beritt. Es ist keine Frage der Bündnis- und Landesverteidigung berührt, keine Frage des Krisenmanagements berührt. Also warum sollte sich die NATO dazu äußern? Und sie wird das insbesondere deshalb nicht tun, um auch nicht im Entferntesten den Eindruck zu erwecken, es ginge darum, Belarus aus dem Bannkreis Russlands herauszuziehen von Seiten der NATO oder von Seiten der Europäischen Union. Auch die Europäische Union ist da versucht, sich zurückzuhalten. Da kann man den Vorwurf machen, wie geschickt das ist jetzt von Seiten der EU, den weißrussischen Präsidenten nicht anzuerkennen. Das sei mal dahingestellt, weil das ja natürlich dann unausgesprochen doch wieder den Eindruck erweckt, man würde mit der Opposition paktieren. Aber das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Die Frage zielt ja auf die NATO. Also da versucht die NATO wirklich ein ganz geringes Profil einzunehmen. Und ich glaube, die Dreiecksbeziehung NATO, Russland, China, die kann ich gar nicht erkennen. Also ich kann nicht erkennen, dass China eine exponierte Rolle spielen würde als Variable in der NATO-Russland-Beziehung. im bilateralen Sinne schon stärker, weil man muss jetzt zur Kenntnis nehmen, dass, ich habe es angesprochen, der amerikanisch-chinesische Konflikt und seine Austragung die amerikanische Regierung mehr und mehr veranlasst, ihren europäischen Partnern, wenn ich das so etwas sage, flapsig sagen darf, die Pistole auf die Brust zu setzen und sie zu zwingen, sich zu positionieren. Das merken wir im Moment nicht im militärischen Bereich, das merken wir vor allen Dingen im technologischen Bereich, bei Fragen der Digitalisierung, Aufbau von 5G-Netzen und vieles andere mehr. Das würde aber unter dem Präsident Biden wahrscheinlich sogar ähnlich bleiben. Das würde sich gar nicht so groß ändern. Und vor diesem Hintergrund ist auch kein Zufall, dass auf amerikanisches Drängen hin der NATO-Gipfel im Dezember zum ersten Mal in seinem Kommuniqué China erwähnt hat, etwas nachgeordnet, wenig prononciert, aber dass eben die NATO jetzt zum ersten Mal eben auch von sich aus darüber nachdenkt, über eine politische Strategie gegenüber China. Also das ist amerikanisches Drängen und China gerät nach und nach auf die Agenda der NATO an sich, aber als China, nicht als Variable in der NATO-Russland-Beziehung. Genau, eine offene Frage haben wir noch in unserem Q&A, auf die würde ich gerne auch noch eingehen. Es ist mit einem militärischen Übergriff seitens Russland auf die baltischen Staaten zu rechnen, fragt Helmut Detscher. Ich weiß nicht, was in Moskau-Kreisen gedacht wird. Viele Beobachter haben prognostiziert oder befürchtet, dass die russische Führung im Nachgang der Ukraine-Krise sozusagen direkt bis Tallinn, bis Vilnius und bis Riga durchmarschieren würde. Davon haben wir nichts gesehen. Wahrscheinlich auch aus guten Gründen, weil tatsächlich die Destabilisierung der Ostukraine und die Annexion der Krim vollzieht sich eben nicht auf NATO-Territorium. Das ist offensichtlich und banal, aber das muss man immer wieder sagen. Und das wäre, glaube ich, dann für die NATO doch der Casus Belli, weil dann wäre der Bündnisfall eingetreten und würde, glaube ich, sogar eine Regierung wie die von Donald Trump, die ja in der Frage der Verlässlichkeit und der Zuverlässigkeit immer ein Wackelkandidat gewesen ist innerhalb der NATO, doch dazu zwingen, stärker Farbe zu bekennen und eben eine militärische Eskalation mit Russland zu suchen. Und wenn es doch ein Grundmotiv der amerikanisch-russischen Rivalität der letzten Monate oder Jahre gegeben hat, dann ist es doch das, dass beide Akteure trotz ihrer unterschiedlichen Interessen immer sehr peinlich darauf bedacht gewesen sind, eine direkte militärische Konfrontation zu vermeiden. Wo man das ganz deutlich sehen kann, ist bei den Kriegshandlungen in Syrien, wo beide den Luftraum sozusagen abgesteckt haben in einer Form von Deconflicting, um eben eine direkte militärische Konfrontation zu vermeiden. Und wenn man das Argument weiterdenkt, dann würde mir nicht einleuchten, was Präsident Putin politisch oder gar militärisch gewinnen würde durch eine solche Invasion, weil den Schaden, den er damit anrichten würde, politisch, militärisch, was seine Reputation betrifft, wäre so unermesslich. Ich glaube, daran kann er kein Interesse haben. Sie haben am Anfang gesagt, es ist ein trauriges Thema und deswegen eine Abschlussfrage von mir. Die Zukunft ist ja immer mit guten Hoffnungen verbunden. Deswegen meine Frage an Sie, was erhoffen Sie denn in der Russland-NATO-Beziehung für, sagen wir mal, die nächsten 10 oder vielleicht auch eher 20 Jahre? Na, ich kann mich ja nicht revidieren. Ich hab ja einen resignativen Grundton angeschlagen, für den ich, glaube ich, viele Gründe habe und ich habe deutlich gemacht, dass der mir gar nicht gut gefällt. Also ich bin da überhaupt nicht beglückt darüber oder gar nicht zufrieden damit. Ich würde mir eine ganz andere Konstellation wünschen. Von daher würde ich umgekehrt argumentieren. Ich glaube, was zu verhindern gilt, wir haben wenig gesprochen über direkte militärische Zusammentreffen an der Peripherie des NATO-Gebietes, wo eben auf einmal russische Flugzeuge mit abgeschaltetem Transponder den NATO-Luftraum betreten. Und das bietet ja eben häufig Anlass zur Sorge, eben, dass es in einer unübersichtlichen Situation aufgrund von unbedachten menschlichem Handeln auf der einen Seite und oder auf der anderen Seite zu einer ungewollten militärischen Konfrontation kommt. Und das gilt es zu verhindern. Von daher bin ich froh und dankbar, wenn die politische Konfrontation, die es nicht wegzudiskutieren gilt, in den nächsten Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten nicht in eine militärische Konfrontation umschlägt. Lieber Herr Dr. Keim, an dieser Stelle vielen, vielen Dank für den spannenden Einblick in eine schwierige Beziehung. Mir hat der Abend heute großen Spaß gemacht. Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, fürs Zuhören, aber vor allen Dingen auch vielen, vielen Dank an Herrn Horsch für die Organisation und die Initiative zu diesem spannenden Thema. Mir bleibt jetzt eigentlich nicht mehr viel, als Ihnen noch einen schönen Abend zu wünschen und Ihnen auf die Veranstaltungsseite der Deutschen Atlantischen Gesellschaft die hinzuweisen daraufhin und die auch Ihnen ans Herz zu legen, denn dort werden Sie immer über weitere Online-Veranstaltungen informiert. Und nun sage ich, haben Sie noch einen schönen Abend und vor allen Dingen bleiben Sie gesund. Bis ganz, ganz bald. Auf Wiedersehen. Tschüss.